Mein Jettchen, oh Liebste. Wie nenne ich dich? Mein Tod. Mein armer, kranker Heinrich. 21. November 1811. Direkt am kleinen Wannsee liegen ein unbekannter Mann und eine unbekannte Frau auf einem mit Bäumen bewachsenen Hügel. Ich weiß, wer Sie sind. Sie sind der bekannte Kleist. Das ist ein Gefühlsterrorist. Ein extrem sensibler, stolzer und leicht zu reizender Typ. Wie ein Getriebener rast er durch Deutschland und Europa. Es gibt kaum Phasen der Ruhe. Ich finde Kleist absolut atemberaubend, was seine Sprache und seine Figurenführung angeht. Der Einzige, der das auch noch kann, ist Shakespeare. Die Verse von Kleist konnte damals von allen Schauspielern vielleicht einer sprechen. Er hat sich sein ganzes Leben lang nach Liebe und allernächster Nähe gesehen. Ich schreibe nur wahre Geschichten. Oh. Komm ich ja doch drin vor. Obwohl es ihr als verheiratete Frau nicht anstand, begab sich die anmutige Berliner Salondame Henriette Vogel mit einem verarmten Dichter in den tiefen Wald zwischen Potsdam und Berlin. Alle Zeugen sagen übereinstimmend aus, dass das Paar noch kurz zuvor heiter und vergnügt war. Gesehen hat die Tat niemand.